The Evil Within Folge 6 und ja, wir öffnen endlich das Tor und schauen mal, was uns dahinter erwartet. Müssen wir mal gucken. Ja, jetzt auf einmal hell's, ne? Ist klar. Oh Gott, noch mehr Wald. Oh Gott. Erschreck mich doch nicht so, du Scheiß-Tor. Auf jeden Fall haben wir einen Kontrollpunkt erreicht. Das ist supi. Ein Speicherpunkt wäre noch besser. Da ist eine Hütte, sehe ich gerade. Habe ich da was gehört? Ja. Ich höre irgendwo weit in Ferne Schritte. Ich kann aber nicht sehen. Ich werde mal ein wenig geduckt gehen. Irgendwo höre ich Schritte. Aus dieser Richtung kommen die irgendwo. Was? Okay, es waren keine Schritte. Es ist ein baumelnder Mensch. An einem Baum. Aufgehangen. Oh, was haben wir denn da? Achso, das ist der Turm, ne? Schauen wir uns mal hier um. Sollten auf jeden Fall auch auf den Boden immer achten. Wegen den Fallen. Haben wir ja in der letzten Folge eindeutig... Habe ich ja in der letzten Folge eindeutig bewiesen. Oh, nee, ich wollte es doch aufnehmen. Entschuldigung. Hey, Fragment 3. Was ist mit 1? Haben wir 1 irgendwo liegen lassen oder was? Oh, das wäre echt dämlich, wenn wir 1 irgendwo liegen gelassen haben. Weil bis jetzt haben wir 2 und 3. Na super, normalerweise kommt erst 1. Ich möchte da noch nicht hingehen. Ich weiß nicht warum. Es ist so... Es sieht aus wie eine Falle. Ach, wisst ihr was? Gehen wir einfach mal gucken, was... Oh, da ist... Ich gehe da doch nicht hin. Hehehe. Guten Hunger, Jungs. Ja? Kann ich nicht außen rumgehen? Alter. Was? Was? Alter, ach, hier ist auch noch eine Hütte. Boah, wie geil sich das anhört. Dieses Rauschen der Blätter des Waldes. Hört ihr das? Das ist total... Ich meine, neben dem, dass die auch kauen, aber dieses Rauschen ist auch total geil gemacht. Oh. Warum er jetzt auf den Boden gegriffen hat, weiß ich auch nicht. Ist das ein Fass? Können wir das kaputt machen? Nein, können wir nicht. So, Kuckuck. Oh mein Gott. Gut so. Lasst euch bloß nicht stören. Hehehe. Das wären auch viel zu viele, also... Oh, da hinten steht auch noch einer. Uah. Wow, wo soll ich denn hin? Oder wo muss ich denn hin? Oh Gott, ich kann doch jetzt ja nicht... sowas mag ich ja gar nicht. Der sieht uns doch. Der sieht uns doch hundertprozentig. Den müssen wir ausschalten, weil der sieht uns und meldet uns dann auch. Der sagt dann den anderen, das ist wahrscheinlich der Häuptling, der sagt dann den anderen, hallo, hier überlebender. Lecker, lecker Frischfleisch.
Aber ich glaube, das sollte kein Problem darstellen. Alter. Alter, ich glaube, die sind wach. Wow! Alter! 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 Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Alter, wieso haben die das denn gehört? Will mich verarschen? Gott verdammt! Was? Kapitel 2. Überlebt. Jawohl, das haben wir. Und da werden wir natürlich auch direkt das Spiel speichern. Selbstverständlich. Speichert, speichert, speichert. Sehr schön. So, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, hat uns da jemand geholfen. Da hat jemand geschossen. Das waren, glaube ich, nicht wir. Nächstes Kapitel. Schauen wir mal. Kapitel 3. Die Klauen der Horde. Wenn du L2 gedrückt hältst, während du mit Dreieck angreifst, attackierst du nach vorne, statt auf an dem Boden liegende Gegner einzutreten. Nutze die Umgebung zu deinem Vorteil, wenn du es mit vielen Gegnern zu tun hast. Das habe ich gerade getan. Und, die Klauen der Horde. Angeblich gibt es, glaube ich, 12 Kapitel. Ich meine, 12 Kapitel gibt es insgesamt. Bin mir aber da nicht ganz sicher. Naja, immerhin kaltes, klares Wasser. Oder haben doch wir geschossen? Ich weiß es gar nicht. Die Klauen der Horde. Ja, wie gesagt, ich bin noch ein wenig erkältet. Deswegen, okay, wir werden mal ein Medipack nehmen. Weil dann haben wir nämlich so gut wie voll und dann haben wir auch zwei. Können wir die Kiste auch zertrümmern? Ja, ist auch eine Holzkiste. Der kann alles kaputt machen. Ich glaube, ich rufe den mal an. Tja, jetzt sind wir natürlich unter der Brücke. Und wir haben hier wieder Schleim, den wir aufsammeln. Wir sind eigentlich gut ausgerüstet, finde ich. Das Einzige, was uns halt fehlt, ist vernünftig Munition, ne, bis jetzt. Obwohl, wir haben 6 Schuss, volles Leben. Wie könnte es besser sein? Ne? Haben wir unsere Lampe eigentlich noch? Ja, haben wir noch. Okay. Ich habe da gerade was gehört. Und da liegt auch was. Ich sollte vielleicht doch nochmal sicher gehen. Und da unten höre ich irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Hallo, ich habe doch alle angezündet. Hallo? Was soll das jetzt? Okay. Ich jetzt erschrocken. Boah, ich höre irgendwelche Geräusche. Kommen Sie rein? Können Sie rausgucken? Oh nee. Resident Evil Dorf, sag ich nur.
Tja, damit hat sich das auch mal erledigt mit wieder zurückgehen. Ach du Scheiße, da hängt schon wieder welche. Oh, ich will hier gar nicht sein. Ich will hier gar nicht sein. Oh Leute, ich krieg gerade voll Gänsehaut. Ihr könnt es leider nicht. Ich habe einen Pulli an, sonst würde ich das gerne mal zeigen, aber ich krieg gerade voll die Gänsehaut. Oh, eine Sichel. Warum kann ich die nicht aufheben? Oh, ich kann sie nicht aufheben. Da ist eine Tür. Alter, ist das krank. Texas Chainsaw Massacre. Boah, wer macht denn sowas? Hallo? Ich brauche ein Zimmer. Ja, für eine Nacht. Ist einer zu Hause? Ja. Die Türen haben... Das sind Automatiktüren. Die gehen von alleine auf. Ohne Axt. Und auch von alleine zu. Ja. Ich hab ne Axt. Alter, ich hab ne Axt. Oh, ich hab ne Axt, Alter, ich hab ne Axt. Alter, hoffentlich hält die auch ewig. Und nicht so wie bei den meisten modernen Spielen heutzutage. Sieht ein bisschen aus wie in der Waschstraße. Wofür stehen hier Flaschen rum? Kann man das mal einer sagen? Was liegt denn da? Achso, ist unsere Lampe, die leuchtet. Haben wir die denn jetzt auf der Schnellwahltaste, die Axt? Nee, natürlich nicht. Das sind also nur so Nebenbei-Gadgets, die man also aufnehmen kann. Okay. Alter. Alter, da liegt schon wieder eine. Was ist das denn? Bah, wer hängt denn hier diese Gänse auf? Boah. Was? Ab jetzt geht der Horror-Survival los, sag ich nur. Denn jetzt kann ich... Boah, ist das ekelhaft. Ach ja, Gänsetrute an, warum nicht? Jetzt auf jeden Fall. Ist ja jetzt gerade die Saison. Bastian guckt sich immer so... Ich nenne jetzt einfach mal Basti. Basti guckt sich immer sehr, sehr gepflegt. Wow! Ach du Scheiße. Das ist irgendwie so ein Bewegungsding. Habe ich das richtig gemerkt? Was, wenn ich geduckt reingehe? Merkt es? Sieht es uns dann trotzdem? Nee. Okay, kann man es vielleicht abschalten? Bomben entschärfen. Ach du Kacke. Steuerungsinformationen. X-Nadel halten. Blau, Erfolg. Rot, Fehlschlag. Wenn du die Nadel innerhalb einer Umdrehung im blauen Bereich anhältst, ist die Falle entschärft. Entschärfte Fallen bringen dir neue Teile für Fallen. Okay, dann probieren wir es mal aus. Moin! Scheiße, und ich kann nicht laden. Oder? Moment. Wo haben wir denn letztes Mal gespeichert? Automatisch speichern. Ja, möchte ich. Ja, gut, das war auch doof. Das war auch dämlich, dass der Kreis, dieses Ding ja sofort losging. Wo sind wir denn jetzt? Wo kommen wir denn jetzt raus? Ich hoffe, wir... Ja, stehen wir wahrscheinlich nochmal unten, ne? Ah, oh, das ist natürlich jetzt dämlich. Das hat ja super geklappt. Naja, Wer hätte das gedacht? Ja. Ah, hier, okay, wunderbar. Gut, dann können wir nochmal... Die Automatiktüren wieder. So, Kiste. Vielleicht ist ja jetzt random was gespawnt. Man weiß ja nie. Ja.
Na, machen. Sicherheitshalber. Was war das denn? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So, also probieren wir das Ganze nochmal neu aus. Mit der Falle. Ja. Da muss ja was Tolles hier drin sein. Ja, weiß ich. Boah. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob sich das gelohnt hat. Naja. Oh. Neuer Gegenstand erhalten. Steuerung, L2 zum Zielen, R2 zum Werfen. Eine Granate. Diese Stielhandgranate ist ein Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wie sie in Privatbesitz gelangen konnte. Naja. Ich weiß schon, aber ich enthalte mich meiner Stimme. Und, ja, somit geht die wilde Reise weiter. Wir werden mal oben das Abteil absuchen. Was? Was? Alter! Ist das unser Schatten? Ja, es ist unser Schatten. Oh. Gott! Oh. Was war das denn jetzt? Falle entschärfen? Falle entschärfen? Boah, Gott, dieses vorsichtig da dran gehen, ne? Das. Ich rechne mit jedem Moment, dass hier um die Ecke irgendeiner steht. Ich schwöre es. Irgendwas wird hier um die Ecke stehen. Das wette ich mit. Da wette ich, das kann nicht lange dauern. Das geht schon viel zu lange gut hier. Was können wir da denn retten? Ich will erstmal da lang gehen. Aber der schreit ja gar nicht mehr. Der ist ja wahrscheinlich schon wieder tot. Okay, da könnten wir uns verstecken. Hier auch. Okay. Da haben wir das Haus ganz schön abgegrast. Und, ja, was uns hinter dieser Tür erwartet, würde ich sagen, seht ihr in einer weiteren Folge Let's Play The Evil Within. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und, ja, macht's gut. Tschüss.